So, müssen wir wohl noch ein bisschen Marshall suchen gehen, wa? Ja, Manstop ist jetzt nicht ganz das, was wir wollen. Schade. Oh, was haben wir da unten? Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Ding da. Naja, komm. Da wusste ich's doch. Kommt einer mit einer Rakete an hier. Wer war's denn? Gut, das Ding haben wir weg. So, er da drüben ist mir schon mal sehr unsympathisch. Aber wie bei Duckshot. Ich glaube, da hat gerade eine Granate gepiepst. Alter, die Punkte will ich wieder haben. Nein! Guck runter! Ah ja. Kommen jetzt die nächsten freundlichen Büromitarbeiter von nebenan, ja? Scheint fast. Alter, wow. Das war nicht übel. Kann einem nur übel bei werden. Das Labor fließt durch die Zeit. Ah, cool, aber das bleibt offen, das ist schön. Das nenne ich doch mal sehr freundlich. Habe ich den da hinten? Naja, egal. Also 1-2 Minimpunkte könnte ich gebrauchen irgendwie. Mal eben ein Schriftstück lesen. Hier sitzt aber keiner mehr auf dem Stuhl. Sehr gut. Was müssen wir hier noch machen? Ah ja. Whoa, 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 whoa. Geil. So, hier mal noch einer, ne? Ah, einer. Mhm. Alles klar. Alles klar. Alles klar.
über die Treppe, oder? Wie bescheuert, man kann sogar noch wirklich drauf schießen. Oh, heiliges Blechle, wir haben es geschafft. Ah ja, hier können wir die um Befreiung beten. Komm, wir beten mal um Befreiung. Für eine Gegensprechanlage hier. Passt so aus, ne? Marshall, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Wer sind Sie? Ich bin Jesse Faden. Ich komme, um zu helfen. Faden? Warten Sie, ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Ja gut, okay. Wer ist im Aufzug? Bam. Mehr von euch? Ernsthaft? Die mag ich gar nicht. Genau deswegen. Auf der anderen Seite. Boah, könnte man sich das vielleicht mal zu Nutzen machen? Platzen die, ne? Weißt du, dann nehmen die auch ihre Schwestern mit und so. Alter Falter. Was für Aufregung hier andauernd. Kann da nicht mal ganz ruhig irgendwie und so, verstehst du mal? Ein Aufzug. Kann da nicht einfach mal ein Aufzug kommen, ne? Aber noch eine offene Tür. Das wäre dann die zentrale Forschung gewesen. Okay. Wo wir reingekommen sind, ne? So, jetzt oben nochmal so ein paar Schergen oder was? Willkommen in der Gruppe, Ma'am. Marshall ist gleich da hinten. Das ist so abgedreht, der Sound hier. Wo sind wir hier eigentlich? Ein bisschen gucken, ein bisschen dampfen. Mensch, Controller.
Lässt die anderen weiterlaufen. Mann, 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 böser Controller. Der ist das alles schuld. Über der Cafeteria. Mhm. Ich frage mich immer, woher ihr sowas wisst. Meine Güte. Da sind sie ja. Ich machte mir schon Sorgen. Ich mir auch. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll Sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Okay. Wir müssen die Tür hinter Ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Gut, wir haben eh noch keine Karte. Das geht doch fast einen Hinterhalt ein. Dass wir mal auf unserem eigenen Grund und Boden kämpfen? Ehrlich, ich war schon in Grenzbereichen, die sicherer waren als das hier. Ja, und die Zischer haben das Haus in einen Grenzbereich verwandelt, ha? So bleibt das Glück im Hufeisen, und wenn man das andersrum aufhängt, dann fällt das raus, das Glück. Dem geht's aber gar nicht gut. Dem geht's allen nicht so gut, ha? Oh. Sicherheitsteam in die Isolation geführt. Der Grund ist derzeit. Ganz schön viele Glückssymbole hier. Goldfisch. Wenn es etwas gibt. Das ist kein Goldfisch, das ist ein Koi. Karpfen. Wir lassen das Glück mal hier. Die brauchen das Glück, wir brauchen das nicht. Ich hab meinen Chat. So, dann sollen wir durch die Tür hier. Okay. It's locked. It's locked, alright. Da hinten geht's ab. Wir holen uns erstmal was zu lesen. Nicht, ne? Da. Umschlussreiche Muster. Wir sind Ranger. Wir müssen ihnen helfen. Ah ja, Raketen sind wieder unterwegs. Okay. Krass. Da war eben auch schon mal so einer. Lade nach! Zeig ihnen!
Drecksack. Gib mir deine Minion-Punkte. Oh, Rakete. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Wer hat denn hier die Rakete abgeschossen? Ah, Mist. Ja. Aha. So, jetzt müssen wir noch diese Anomalie besiegen. Ups, Entschuldigung. Ohoho. Ups. Mitten rein. Mitten rein. Statt nur dabei. Also, ich glaube, die Ranger haben nicht überlebt irgendwie. Was rennen die hier auch rum, verstehst du? Kommen wir irgendwie durch? Ist hier noch was? Ja. Okay. So, lass uns mal gucken. Wir haben jetzt wieder irgendwelche Punkte und so, ne? Oh oh, Boss. Okay, das war cool. Versteckt sie Minion. Oh, ich habe gerade noch Ausweichen gedrückt. Ui, heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam! Was für ein Kampf. Da frage ich mich, wo der jetzt wieder anfängt. Nein! Aber ist okay. Denn wir können mal schauen. Wir könnten die Granaten zurückwerfen. Wir könnten natürlich auch Schleudern 3 50% mehr Schaden durchschleudern. Die Schlag. Wir könnten ein bisschen mehr Energie gebrauchen eigentlich. Wir haben 4 Punkte 3. Bim, 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 bim. Wir könnten also entweder den stärker machen, also etwas mehr Energie zur Verfügung haben, oder Schleudern plus 3 und Sprengstoffschleudern freischalten. Ich würde sagen, die beiden. Also jetzt sind wir schon ziemlich nah dran an zusätzlicher persönlicher Modifikator. Ah, alles klar. Wer ist dann denn? So, Astralwerkstatt, wieso haben wir hier was Neues? Ach, Stich herstellen. Stich ist präzise und feuert einen geladenen Schuss in der Rüstung. Der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Das ist cool. Ja, damit. Haben wir dafür irgendwas? Für zum Aufzuwerten. Was machen wir, glaube ich, hier, ne? Schmetterer. Stich anlegen. Stich erweitern. Was haben wir denn da? Schaden gegen gegnerische Rüstung plus 42. Geil. Plus 51. Geil. Perfekt.
Schmetterer irgendwas aus der zweiten Generation, sogar was aus der dritten Generation. Schmetterschuh. Alles klar. Der Spiegel dreht es herum, ja, genau. Oh, all diese Diagramme, als könnte man hier was finden. Darling hat genug Orte zum Verstecken. Der Spinner hat überall Labore. Aha, wir sind also schon ein bisschen weiter anscheinend. Oder sind das da, die Ranger? Das sind Ranger. Sind die wieder da, oder? Auf jeden Fall ist diese Barriere noch da. Dann muss ich also hier das Ding erstmal versuchen zu befreien und dann kommt der. Greife an! Ja, aber cool, jetzt habe ich wieder Unterstützung. Also der Schmetterer wäre schon mal gar nicht so übel. Ach, das sind jetzt Minions geworden hier, ja? Okay. Krass. Aber jetzt, glaube ich, habe ich es verstanden. Die Knarre ist mir jetzt etwas zu... Also die muss ich erst aufladen und dann... okay, probieren wir es mal. Ich mag solche Waffen mit Aufladen nicht. Jetzt habe ich mich echt gefreut über den Stich, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob ich so glücklich bin. Na ja, komm, wir gucken uns das mal an. Ich probiere das jetzt mal mit dem Stich. Kannst du den komischen Spiegel den Gang runter? Der soll hier stehen. So, auf in die nächste Runde, Freunde. Vorrücken! Unterdrücken! Feuer! Der andere Raum! Sagen, da bin ich mit dem hier ein bisschen besser bedient, oder? Geh doch mal weg. Geh noch mal weg da. Greif an! Scheibenkleister. Das haben wir getan.
Greifen die Minions an. Da ist noch ein normaler. Nein! Also noch einmal. Den Stich habe ich schon mein Leben lang. Ja, geht mir genauso. Auf geht's. Nächste Runde. Lalalala. Aber wisst ihr was, den Stich, der... Nee. Kacke. So, kann ich gar nicht hier, ne? Wo muss ich hier machen? Für dich haben wir keine besondere Modifikation. Naja. Haben wir da noch eine hier unten? Irgendwas Besonderes? Oh, wir haben einiges. Das hört sich schon mal sehr gut an. Direkt mal ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, ne, hat man ja bei Horizon gelernt. Man vertut nur unnötigen Platz in seiner Tasche hier. Also die beiden täten mich echt interessieren. Also vielleicht sogar noch die beiden hier. Den zweiten Slot kriegen wir erst beim nächsten Level. Diese Diagramme, als könnte man hier was tun. Lange her ist es hier mit dem Spiel. Hä? Fragezeichen. Was? So, schauen wir da mal. Flankiert den Mistkerl! Etwa einen Typen geworfen, oder was? Beschossen und kriegt das nicht mit. Weg hier. Jo. Das ist auch Zero Dawn. Alter, ich stelle mich echt ein bisschen blöd an. Also das war jetzt gerade völlig unnötig. Aber auch in Ordnung. Wieder mal ein weiterer Beweis, wie schnell man sterben kann. Schön. Ihr habt gesehen, so macht man es nicht. Jetzt zeige ich euch, wie man es richtig macht. Diese Diagramme, als könnte man hier was finden. All diese Diagramme.
Mittlerweile können wir es, ah, hier. Ups. Entfernung hat er nicht so viel. Okay. Wow. Gibt's hier dann noch irgendwo Minion? Ja, hier. Alter, Alter. Also er scheint auf jeden Fall auf uns fixiert zu sein irgendwie. Mehr so böse. Da hinten. Ja, genau. Wo ist der Ende? Ja. Alter, Falter. Einer hat's überlebt. Einer hat's überlebt. Wie geil. Yippie! Sieg! Sieg! Da steht ein einsamer Soldat auf einem Berg von Leichen. Reißt seine Arme hoch und schreit. Sieg! So, können wir aufräumen hier, ja? Ich habe euch doch gesagt, jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht. Alles andere war nur Geplänkel. Lukas, bin ich zu schnell, bist du zu lahm. Alter Verwalter, wir haben diesen Level geschafft. Ich hätte es fast gar nicht mehr geglaubt. Ah, ein bisschen genießen, wie es hier aussieht. Wo müssen wir hin? Hinter uns in die Kammer, okay. So, schauen wir mal, ob hier noch ein bisschen irgendwas zu sammeln ist. Aber Minion-Kram brauchen wir keinen mehr. Tut mir leid um deine Kollegen, Kollege. Ihr habt mir echt gut geholfen. So, da hinten war doch irgendwie so eine Barriere, da können wir jetzt mal reingucken. Synchronisitätslab. Sieht aber auch so aus, als ob es da noch weitergehen.
Und hier drüben haben wir auch nochmal eine Tür, wo eine Barriere war. Ritual Office. So, Fahrstuhl. Das ist so eine geile Architektur, Freunde. Ah. Ja, hier müssen wir rein, ne? Alles klar. Würde ich sagen, machen wir nach einer kleinen Pipi-Pause. Beeil mich auch. Ich mache das ganz, ganz fix, Freunde. Wie gesagt, ihr könnt weglaufen. Ich komme eh wieder. Also, bis gleich. 2 Minuten, 3 Minuten. Bin direkt wieder da.